Beim letzten Rennen am Donnerstag wurde ja kritisiert, dass ich zwar gesagt habe, was man besser lassen sollte, beispielsweise über fremde Flaschen zu fahren, ich aber nicht gesagt habe, was man denn machen könnte, um vielleicht ein bisschen weiter vorne zu landen. Ich bin vielleicht nicht der beste Ansprechpartner, weil ich ja selber eigentlich nicht so wirklich Ahnung habe, was ich da mache. Und deswegen habe ich mir Verstärkung besorgt in der Person von, wo ist er? Von Fabian. Was zeichnet Fabian aus? Zum einen stand er, glaube ich, sogar schon mal auf dem Podest. Und vor allem warst du mit dem Moorstar zusammen auf dem Sportinternat. Stimmt das? Richtig. Chemnitz. Ich denke, es bedarf jetzt keine Erklärung, wer der Moorstar ist. Ich würde sagen, das ist mindestens die zweithöchste Radsportinstanz in Deutschland. Fabian ist übrigens auch überragend da drin, Nummern ans Trikot zu pinnen. Jetzt sag doch mal, was kann ich machen, um vielleicht zumindest länger als 15 Minuten am Rennen teilzunehmen? Hinterrad fahren können, immer schön im Windschatten bleiben, Kurven schön geschmeidig durchgleiten. Ich würde sagen, immer im ersten Viertel fahren und dann... Ich nehme für mich mit, ich versuche einfach an deinem Hinterrad zu bleiben und dann schauen wir mal, was geht. Alles klar, auf die Plätze, fertig, los! Meine Ziele für das Rennen sind schnell erklärt. Zum einen wollte ich mich nicht auf die Fresse packen und zum anderen wollte ich es besser machen als beim letzten Mal. Spoiler Alert, das hat nur so halbwegs geklappt. Das Rennen folgt jetzt ungeschnitten. Wer sich nicht so für den Blick auf Hintern begeistern kann oder einfach ein bisschen ungeduldig ist, der kann auch per Kapitelmarke in der Beschreibung zu meinem kurzen Race Recap am Ende springen.
Fazit. Eine Sache hat heute auf jeden Fall deutlich besser geklappt. Statt in der letzten Reihe zu stehen, stand ich ganz vorne. Das hat auf jeden Fall für einen, ich will nicht sagen entspannten Start, aber für doch einen wesentlich besseren Start ins Rennen gesorgt, weil man einfach besser durch die Kurven fahren kann. Das Problem ist, der Regen, die nasse Strecke, keine Ahnung, ey, bei dem Wetter so schnell durch die Kurven zu heizen, das ist mir einfach nichts. Da ist mir geradeaus schon lieber, aber diesmal waren glaube ich schon 25 Minuten oder 20 Minuten, die ich dabei gewesen bin. Und mal sehen, vielleicht habe ich Glück und irgendwann scheint mal die Sonne, dann kann ich mein großes Ziel, das Rennen wieder durchzufahren, das kann ich dann in Angriff nehmen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt oder Ideen fürs nächste Video, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich natürlich auch über Likes. Bis zum nächsten Mal.